Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Andrea Bannert. Hallo Andrea, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, mein Name hast du jetzt schon sehr schön gesagt. Ich heiße Andrea Bannert. Ich bin Schriftstellerin und freue mich sehr, dass ich heute zum zweiten Mal Gast im Podcast Meine Lesung sein darf. Ich freue mich auch ganz doll, dass du wieder dabei bist. Verrat mir doch jetzt einfach mal, wie dein Buch heißt, was du heute mitgebracht hast. Ich habe euch heute den zweiten Band meiner Atlantis-Trilogie Klyatomon mitgebracht. Zum ersten Band gibt es bereits einen Meine-Lesung-Podcast. Das ist die Folge 89 vom 27. September 2021. Also wer möchte, kann sich diese vorher anhören. Ihr könnt aber auch einfach dranbleiben, denn worum es in der Trilogie geht, erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Meine Atlantis-Bücher handeln von drei Münchner Studenten, es ist also Urban Fantasy, die von einer geheimnisvollen magischen Kraft, dem Klyatomon, tief hinuntergelockt werden ins Meer, in die drei versunkenen Reiche. Diese drei Reiche heißen Dorkas, Freyara und Delrien und sie geraten dort mitten in die Wirren eines seit Jahrzehnten andauernden Krieges. Und damit geht es auch in Band 2 weiter. Da gibt es einige große Bedrohungen für diese versunkenen Reiche. Zum einen erwacht etwas aus der tiefen Finsternis, die sogenannten wilden Mächte, die sich neu formieren und versuchen, Dorkaner und Freyaraner auf ihre Seite zu ziehen, um Delrien zu besiegen. Und zugleich kommen die Landmenschen, Lungenatmer nennen sie die Meermenschen auch, dem sagenumwobenen Atlantis immer wieder gefährlich nahe. Eine meiner drei Hauptfiguren, Andreas, der mit delrischem Namen Imalian heißt, der ist inzwischen König von Delrien. Aber anstatt mit aller Kraft sein Reich zu schützen, ja, kreist er quasi nur um sich selbst. Er kann sich auf nichts mehr konzentrieren, spürt weder Schmerz noch Emotionen. Nur der riskante Rausch der Geschwindigkeit beim Schwimmen reizt ihn noch. Und es ist eine geheimnisvolle Energie, die ihn eben Stück für Stück verändert. Er merkt das, aber er kann es weder steuern noch aufhalten. Hört sich sehr spannend an. Band 1 hat mir schon sehr gefallen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf Band 2. Magst du gleich mal anfangen? Ich fange gerne an, euch eine erste Szene vorzulesen. Und ich habe mit Absicht so viel über Imalian erzählt gerade, denn genau darum geht es jetzt in der ersten Szene, die ich ausgewählt habe. Die kommt etwas weiter hinten im Buch vor und beschreibt diese dramatische Entwicklung von Imalian. Endlich Nacht. Alleine unterwegs. Endlich frei. Wie schnell schwamm nochmal dieser indopazifische Segelfisch? 110 Stundenkilometer? Lächerlich. Er, der König Delriens, schoss schneller durch das Wasser als jedes andere Lebewesen. Und er musste sich dabei noch nicht einmal besonders konzentrieren. Trotzdem registrierte er die Konturen der scharfen Felskanten des Janka-Gebirges genau, wusste Sekunden vorher, wo er auf den nächsten Fischschwarm treffen würde und ob er drunter oder drüber vorbeiziehen sollte. Bei seinem Tempo konnte er riesige Strecken in kürzester Zeit zurücklegen. In dieser einen Nacht war er bereits über seine Festung Sondrur im Südwesten des Reiches mit ihren 6 Bastionen und dem mächtigen Mauerwerk geschwommen, von dort über den Gipfel des Ilokor nach Norden zu der Stelle, an der das Janka-Gebirge aus dem Wasser ragte. Bis hierhin trauten sich die feigen Meermenschen normalerweise nicht. Und er fühlte sich nach diesem Marathon kein bisschen müde, obwohl er die ganze Nacht unterwegs gewesen war und der Tag bald anbrechen würde. Eigentlich hätte er auch längst die Orientierung verloren haben müssen, aber er wusste genau, wo er sich befand. An den nördlichen Ausläufern seiner Hauptstadt Danilor. Fischerhäuser schmiegten sich dort an die Felsen und einige Familien wohnten hier, die ihren Kindern den Trubel der Stadt ersparen wollten.
Ach, ihr seid auch wieder da, dachte Imalian, als er spürte, dass ihn die Horde Drachen, die er zwischenzeitlich erfolgreich hatte abhängen können, wiedergefunden hatte. Nichts Neues. Draconis und seine Mannschaft verfolgten ihn schon seit Wochen. Dabei hatte er sowas wie Geleitschutz nun wirklich nicht mehr nötig. Er schenkte dem Trupp Drachen also weiter keine Beachtung. Der penetrante Fischgeruch, der seine Nase plötzlich zucken ließ, strömte aber mit Gewissheit nicht von ihnen herüber. Er hob den Kopf und sog tief Wasser ein. Es stank eindeutig nach totem Fisch. Konnte es sein, dass er den Fischmarkt, der heute in Danilor auf dem Marktplatz stattfinden würde, noch bis hierher roch? Mit dem ersten Tageslicht wuselten dort jedenfalls eine Menge Menschen herum. Eine schreckliche Vorstellung. Er wollte bis dahin unbedingt zurück in seinem Palast sein, um ihnen zu entgehen. Aber er befand sich ja schon auf dem Rückweg, also dürfte das kein Problem sein. Auf einmal hörte er Stimmen und das glucksende Geräusch, mit dem ein paar mehr Menschen durch das Wasser vor ihm pflügten. Seine Gedanken rasten den Weg, den die Meermenschen kamen, entlang, immer weiter und weiter voraus. Sie mussten doch noch ganz schön weit wegschwimmen. Aber sie hielten genau seinen Kurs. Der Fischer, dem er vor einiger Zeit im Yanka-Gebirge begegnet war, hatte auf seinem Weg zum Markt wohl verraten, wo er ihn gesehen hatte. Dieser Stümper nannte sich Fischer. Nur einen einzigen Thunfisch hatte er aus dem üppigen Schwarm erwischt, trotz Speer. Der König von Delrien hätte mit bloßen Händen mehr fangen können. Er blieb kurz schweben, um zu lauschen. Die Entfernung zu der Gruppe konnte er relativ genau einschätzen. In etwa 20 Laikum würden sie bei ihm angekommen sein. Seine Sinne waren scharf wie Messer. Er kam sich vor wie ein witterndes Tier. Bei diesem Gedanken verzog sich sein Mund zu einem breiten Grinsen. Dann fror es ein. Denn trotzdem fühlte er sich wie betäubt. Nicht einmal Schmerzen konnte er spüren. Er schwamm nach unten und packte ein loses Stück Fels vom Boden, einen scharfkantigen, harten Stein von leuchtend bräunlich-roter Farbe und ritzte sich damit quer über den linken Oberarm. Für den Moment ging es ihm besser, also tat er es nochmal und nochmal, bis sich das Wasser um ihn herum trübrot verfärbte. Er atmete das Blut tief durch die Kiemen, sog den metallischen Geschmack ein. Dann wurde ihm ohne Vorwarnung schwarz vor Augen. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass die Schnitte an seinem Oberarm zugeheilt waren. Also begann er sein zerstörerisches Werk von vorne. Und diesmal schnitt er noch tiefer. Plötzlich packte ihn jemand am Handgelenk und entriss ihm die Felsspitze. Salina. Er griff seine Schwester wutentbrannt an den Hüften und schleuderte sie mit Wucht gegen den nächsten Felsen. Ihre Rüstung knackte laut. Die aufgebrachten Schreie von Miran und Silmor nahm er dagegen kaum wahr. Imalian, wir müssen mit dir reden. Miran klang flehend. Silmor betüdelte inzwischen Salina. Imalian wäre am liebsten sofort weggeschwommen, aber er wollte doch wissen, was sie ihm zu erzählen hatten. Sein Interesse brauchten die anderen aber nicht zu bemerken, also verschränkte er die Arme, wackelte ungeduldig mit seinen Zehen und antwortete so gelangweilt wie möglich: Ich weiß. Wie du weißt, woher? Fragte Salina misstrauisch. Sie hatte sich wieder aufgerappelt und schien sich dank ihrer Rüstung nicht verletzt zu haben. Ich habe euch kommen hören, schon vor einer Ewigkeit. Miran schwamm vor ihn und sah ihm in die Augen. Hör mir zu, es ist wirklich wichtig. Sie bemühte sich, ruhig zu sprechen, trotzdem flatterte ihre Stimme. Famir, Tenera und du konntet damals den Klyatomon mit den Drachenringen nicht zerstören. Sie riss ihre Augen weit auf, als müsste er jetzt beeindruckt sein,
War er aber nicht. Eigentlich ahnte er das doch schon die ganze Zeit. Ja? Fragte er also nur gedehnt. Konnten die drei nicht endlich mal zur Sache kommen? Wenn sie nichts Spannenderes auf Lager hatten, sollten sie ihn lieber in Ruhe lassen. Er wollte endlich zurück in den Palast. Aber statt mit der Sprache rauszurücken, schlossen Salina und Silmor lediglich zu Miran auf und alle drei warfen sich mit angespannten Gesichtern Blicke zu. Jämmerlich. Sich Sorgen. Das war doch auch nur ein chemischer Prozess, der einen verletzlich machte. Ich muss los, sagte er, aber Silmor hielt ihn an der Schulter zurück. Den Anfang von Silmors Blabla bekam er nicht mit. Irgendwann schrie Silmor ihn an. Verstehst du mich eigentlich? Jetzt konzentrier dich mal und hör mir genau zu. Er wollte zuerst zurückschreien. Niemand redete so mit dem König von Delrien. Aber irgendwie hatte er dazu keine Lust und entschied sich, den Aufwand lieber zu sparen. Erst als Silmor begann, mit ihm zu sprechen wie mit einem Baby, kamen die Worte in seinem Gehirn an. Der Stein ist zwar zerstört, aber die Macht ist noch da. Silmor sagte den Satz extrem langsam, mit Nachdruck und piepsiger als normal. Das war ja wohl die Höhe. Er war doch kein Kleinkind. Sie hat sich ein neues Gefäß gesucht. Sie hat jemanden ausgewählt, der lange Kontakt zum Stein hatte, wie damals Kustrohr. Lass uns noch mal kurz über deine Figuren sprechen. Stell die doch einfach mal vor. Genau, die drei Hauptfiguren in meiner Trilogie habt ihr jetzt bereits ein bisschen kennengelernt. Imalyan, Silmor und Miran. Vor nicht allzu langer Zeit lauteten ihre Namen noch Andreas, Mark und Manuela, denn sie lebten 21 Jahre lang an Land, bevor ihre Körper begannen, sich Stück für Stück zu verwandeln. Imalyan, von dem wir jetzt ein bisschen mehr gehört haben, der sehr mit sich kämpft, war schon immer ein draufgängerischer Typ, auch ein kleiner Macho, muss man sagen. Aber er ist eigentlich immer für seine Freunde da, vor allem wenn es drauf ankommt, wenn es wichtig wird. Und in diesem Teil der Trilogie hat er eben aber das Gefühl, sich selbst zu verlieren. Dann gibt es Silmor, quasi seinen besten Freund, zumindest seit ja die drei das Medium gewechselt haben. Silmor ist ein unglaublich loyaler Typ. Er ist derjenige von den dreien, der sich zwar am schnellsten beunruhigen lässt, aber dann am längsten dran bleibt. Also er hat einfach wahnsinnig viel Geduld, so lange zu tüfteln, bis er eine Lösung gefunden hat. Und dann gibt es noch Miran, die sich im zweiten Teil der Trilogie sehr stark weiterentwickelt, weil sie eine besondere Gabe besitzt, eine magische Kraft, die sie zusammen mit einem Mentor, einem Lehrer, Lantan, weiterentwickelt und trainiert. Und dabei entwickelt sie sich selbst auch sehr weiter und ihren eigenen Charakter. Und dann kam eine vierte Figur in der Szene vor, das ist Salina, die im zweiten Band auch sehr wichtig wird, also fast schon zu einer Hauptfigur. Sie ist eine Prinzessin Delriens und ja, sie hat ihr Leben lang um die Aufmerksamkeit ihres Vaters gekämpft und immer versucht, ihm den verlorenen Sohn zu ersetzen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie alles, was sie tut, perfektioniert und immer das Gefühl hat, dass sie zumindest nach außen hin sehr, sehr stark sein muss und keine Schwäche zulassen darf. Wo spielt denn dein Buch? Erzähl doch ein bisschen was darüber. Ja, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gehört, es ist eine Atlantis-Trilogie, also es ist quasi selbsterklärend und der zweite Band, der spielt quasi ausschließlich unter Wasser, obwohl die Landmenschen vorkommen, also es gibt schon diesen Bezug zu unserer realen Welt, aber ansonsten spielt sich alles in diesen versunkenen Reichen tief unter dem Meeresspiegel ab und jedes Reich hat seine ganz eigenen Gegebenheiten, seine eigene Architektur, die ist angelehnt an orientalische Städte.
Es gibt Unterwassergebirge, zum Beispiel mit Höhlensiedlungen. Es gibt einen großen Grabenbruch zwischen den reichen Meeresströmen, die eine Rolle spielen. Und zum Beispiel auch eine geheime Drachenstadt mit schwebenden Palästen. Um die geht es dann allerdings vornehmlich im letzten Teil der Trilogie. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder und liest dann den dritten Teil vor. Also ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, in der zweiten Szene, die ich jetzt für euch lesen möchte, geht es um die spannende Frage, wo Atlantis in den Weltmeeren verborgen liegt. Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Silmor möchte das jedenfalls herausfinden, um einzuschätzen, wo das nächste Festland liegt. Und zwar deshalb, weil er glaubt, dass die Landmenschen aus dieser Richtung kommen würden und die Meermenschen versuchen, eben diese Entdeckung von Atlantis zu verhindern. Jetzt könnte man sich ja denken, ja, warum schwimmt er nicht einfach los und guckt, wo das nächste Festland ist? Aber in diesem Kriegszustand ist es einfach viel zu gefährlich, die versunkenen Reiche zu verlassen. Und außerdem ist Silmor auch so ein Bücherwurm. Deshalb sucht er in der Bibliothek von Dursus nach alten Aufzeichnungen von Kustror. Der kam ja eben in der Szene auch schon mal ganz kurz vor. Das ist ein Prinz Dorkas. Also er war auch mal Prinz von einem der versunkenen Reiche. Allerdings vor 200 Jahren, aber er hat sich damals eben sehr für die Lungenatmer interessiert und diese auch studiert und er war selbst am Festland und deshalb glaubt Silmor, dass dieser Kustror vielleicht gewusst haben könnte, wo Atlantis liegt. Silmor nahm den kürzesten Weg zur Bibliothek, einmal quer über den Palast und durch die östlichen Gärten. Im Säulengang, der vom Palast schräg auf den Tempel der vier Weisen zulief, entdeckte er Salina. Sie schritt in Zeitlupe über den hellen Sand, der den Weg zwischen den Säulen bedeckte. Bei jedem Schritt grub sie ihre nackten Füße tief in den Boden, als würde sie dem Material ganz genau nachspüren wollen. Auf einmal hielt sie inne, zog einen weißen Dolch aus dem Gürtel und machte einen weiten Ausfallschritt nach vorne. Sie stieß mit Kraft auf einen imaginären Gegner ein, erst auf Bauchhöhe, dann auf Kopfhöhe. Er musste schmunzeln. Salina schien wieder vollständig genesen zu sein. Und wahrscheinlich hatte sie ihn aus dem Augenwinkel erspäht. Sie konnte es nicht ertragen, wenn man sie beim Nichtstun beobachtete. Er bewunderte sie für ihre Disziplin. Alles, was sie tat, perfektionierte sie in akribischer Feinarbeit. Sie prangte an seiner geistigen Wand wie ein Poster einer unerreichbaren Hollywood-Schauspielerin. »Hallo, Salina!« Eine weiße Haarsträhne schwebte ihr ins Gesicht, als sie sich zu ihm umdrehte. »Silmor«, erwiderte sie. Ihre schönen, vollen Lippen formten ein Lächeln. »Wo willst du denn hin?« »Ich suche Aufzeichnungen über Kustrors Atlantis-Theorie.« Eigentlich hatte sie gar nicht wissen wollen, was er machte, sondern wo er hinschwamm, fiel ihm gerade auf. Jedes Mal, wenn sie ihn unter vier Augen etwas fragte, stammelte er nur Blödsinn. Das ärgerte ihn. »Und du glaubst, dass du sowas in der Bibliothek hier in Danilor findest?« Ich bin mir sicher, dass Kustror irgendwas dazu aufgeschrieben hatte, weil Lantan mal davon erzählt hat. Zum Glück fand er den Faden wieder. Nach seinem Landgang lebte Kustror nur noch 10 Stunden, heißt es. Salina steckte den Dolch zurück in ihren Gürtel. Silmor landete mit den Füßen im weichen Sand neben ihr. Aber das wäre genug Zeit gewesen, um viele Schrifttafeln vollzumeißeln. Kustror war wohl überzeugt davon, dass es sich bei den versunkenen Reichen um Atlantis handelt. Lantan hat erzählt, dass Kustror das unbedingt beweisen wollte. Dafür hat er sogar riskiert, den Stein nicht mehr an den Ort bringen zu können, den die Götter ihm befohlen hatten. Natürlich würde er versucht haben, sein Wissen festzuhalten. Wenn es solche Aufzeichnungen gibt, wären sie längst bekannt. Außer sie werden mit Absicht unter Verschluss gehalten. Aber müsstest du dann nicht in Dursus suchen?
In Danilor gibt es Abschriften von Kustroas Aufzeichnungen aus der Bibliothek von Dursus, sagt meine Mutter. Vielleicht finde ich da irgendwelche Hinweise. Warum möchtest du denn überhaupt wissen, ob die drei Reiche Atlantis sind? Mich interessiert, welche der zahlreichen Atlantis-Theorien der Landmenschen stimmt, falls eine richtige dabei ist. Wenn wir wissen, wo die versunkenen Reiche in den Weltmeeren verborgen liegen, dann wissen wir auch, aus welcher Richtung die Landmenschen mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen werden. Salina sah ihn fragend an. Von dort, wo das nächste Festland liegt. Aber nachdem es jetzt zu gefährlich ist, die versunkenen Reiche zu verlassen und selbst nach Land zu suchen, ist das vielleicht die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass wir von den Landmenschen gefunden werden, so wie es Miran vorausgesagt hat. Du hast selbst gesagt, dass wir unmöglich alle äußeren Grenzen des Reiches schützen können. Wenn wir uns also nur auf eine Seite konzentrieren müssten, hätten wir viel bessere Chancen. Tenera wird ihre gesamten Kräfte im Reich konzentriert haben, um die Echsen in Schach zu halten. Und Famir hat auch genügend Sorgen. Fulmer muss wieder aufgebaut werden. Außerdem kommen die Echsen und Ostrea vielleicht zurück. Die Grenzen zum offenen Meer liegen in beiden Reichen vermutlich völlig unbewacht. Einen kleineren Bereich könnten wir mit vereinten Kräften aber abdecken. Salina neigte den Kopf zur Seite und sah ihn nachdenklich an. Ich begleite dich in die Bibliothek. Sie fand seine Idee wohl tatsächlich sinnvoll. Wenn er jetzt auch noch den erhofften Hinweis auf Kustroas Atlantis-Theorie fand, konnte er sie beeindrucken. Es fühlte sich gut an, als die beiden über die große Kuppel des Palastes hinwegglitten. Was glauben die Landmenschen denn, wo Atlantis liegt? Oh, da gibt es viele verschiedene Vorschläge, auch sehr haarsträubende. In meinem Studium haben wir das Thema nur kurz angeschnitten, aber ich fand es irgendwie spannend und habe mich noch weiter damit beschäftigt. Erzähl mir davon. Er musste sich zwingen, wieder nach vorne zu schauen und nicht mit seinem Blick an Salinas Lächeln kleben zu bleiben. Ein Mann namens Otto Muck behauptete zum Beispiel, dass ein Meteoriteneinschlag Atlantis verschlang. Und zwar genau am 5. Juni 8498 vor Christus, um 13 Uhr Ortszeit. Er war stolz darauf, dass er sich solche Zahlen so gut merken konnte. Als Salina ihn fragend ansah, fügte er hinzu: Ach so, Christus, das ist eine Gottheit der Landmenschen. Genau genommen ist das der einzige Sohn des Gottes meiner Religion. Sie nickte verstehend. Pass auf, es geht noch kurioser. Der britische Luftfahrtingenieur Bernie Bamford entdeckte Atlantis angeblich zu Hause auf der Couch. Die Landmenschen haben große Teile der Erde in Bildern aufgenommen und allen zugänglich gemacht. Google Earth nennt sich das. Bamford hatte auf den Bildern riesige Flächen mit Linien am Grund des Atlantiks entdeckt, die wie das Muster einer Stadt aussahen. Google, also die Firma, die die Bilder aufgenommen hatte, hat das aber ziemlich schnell widerlegt. Die Linien entstehen wohl durch die Routen der Schiffe, die Fotos vom Meeresboden sammeln. Salina wirkte beunruhigt. Die Lungenatmer nehmen den ganzen Meeresboden in Bildern auf? Ja, aber das ist sehr ungenau. Und solche Bilder gibt es auch noch lange nicht für alle Meere. Silmor sah die Bibliothek vor sich auftauchen. Er verglich sie gerne mit einer liegenden, mehrstöckigen Torte, weil sie aus drei aneinander gebauten Hallen bestand, die zur Sucherakademie hin immer größer wurden. Welche Theorie findest du denn am wahrscheinlichsten? Also, ich war mal auf einer Atlantis-Konferenz. Da habe ich gelernt, Atlantis könnte überall gewesen sein. Aber vieles deutet darauf hin, dass es die Insel Thera gewesen sein muss. Naja, eh klar. Die Griechen wollen ihren Mythos für sich behalten. Aber der Ort passt immerhin gut zu Platons Geschichte. Wo genau liegt denn dieses Thera? Ach so, das kannst du natürlich nicht wissen. Thera ist der antike Name für das heutige Santorin. Sie presste ihre Lippen aufeinander, bevor sie weitersprach. Weißt du, es gibt zwar Karten vom Festland in der Bibliothek,
Aber die meisten Menschen wissen noch nicht einmal, wie viele Kontinente über Wasser existieren. Santorin ist eine griechische Insel, nicht weit weg von Kreta. Die beiden tauchten gleichzeitig nach unten und in den größten Gebäudeteil der Bibliothek ein. Einige Leute, die in etwa sein Alter hatten, schwammen dort herum, vermutlich ebenfalls Studenten. Dicht unter dem blauen, tonnenförmigen Gewölbe, über das sich alle Körperlängen eine halbrunde Querstrebe schlängelte, schwebten drei junge Männer, das Gesicht der Decke zugewandt, und studierten Schrifttafeln. Gegen Abend würde die Bibliothek deutlich voller werden, wie er wusste. Ein Regal nach dem anderen wuchs vom Boden hinauf bis zum Deckengewölbe. Braune Halbsäulen säumten die Regale. Auf jeder Säule saß ein goldenes Kapitell, auf dem eine hoch aufgerichtete Drachenfigur thronte. Als er Salina den Weg rechts neben dem Eingang entlang folgte, fühlte es sich an, als stünden die Drachen für sie Spalier. Am Ende des Ganges erreichten sie eine große Fläche, auf der keine Regale, sondern riesige Steintruhen standen. Salina schwamm zielstrebig auf eine Truhe zu, die sich genau in der Mitte des Raumes befand. Sie öffnete den Deckel und holte nach kurzem Suchen eine Steinplatte heraus, auf der eine Europakarte eingemeißelt war. Hui, darauf ist noch Preußen eingezeichnet, bemerkte er. Was? Nicht gerade der aktuellste Stand. Zeigst du mir Santorin? Als er auf die entsprechende Insel zeigen wollte und sie ihre Hand zurückzog, berührte er diese flüchtig. Für ein paar Sekunden setzte sein Gehirn aus. Erst danach bemerkte er, dass sein Finger sich in Russland befand. Er korrigierte rasch diesen Fauxpas. Hier. Sie beugte sich nah über die Karte. Er mochte ihre Wissbegierde. Salina las den eingeritzten Namen des Meeres vor. Ägäis. Sie sah kurz auf und wendete ihre Aufmerksamkeit dann wieder der Karte zu. Warum glauben die Griechen, dass Atlantis dort versunken ist? Gab es bei Santorin eine Flutkatastrophe oder sowas? Sie folgte mit dem Finger der Küstenlinie von Griechenland. Ja, ein Vulkanausbruch auf der Insel Thera sorgte dafür, dass ein großer Teil des Landes im Meer versank. Die Eruption des Vulkans soll einen riesigen Tsunami ausgelöst haben, der auch die Küsten Kretas zerstörte. Und auf Kreta hatte sich ab 3000 vor Christus die erste bekannte Hochkultur Europas entwickelt, die minoische Kultur, benannt nach König Minos. Überreste der Städte und der prächtigen Paläste kann man heute noch besichtigen, zum Beispiel den Palast von Knossos. Um 1500 vor Christus wurde die minoische Kultur zerstört. Wie ist noch immer rätselhaft? Er musste sich bremsen. Er textete Salina total zu. Sie hielt ihn sicher für einen Klugscheißer. Doch ihre schönen hellgrau-violetten Augen fixierten ihn interessiert. Der Vulkan? Ja, es wäre zu schön, wenn das alles genau zusammenpassen würde. Aber ein Olivenbaumzweig hat die Theorie gekippt. Ein Olivenbaumzweig. Ja, der Vulkan hat ihn begraben. Wissenschaftler haben das genaue Alter des Zweiges bestimmt. Und? Der Vulkanausbruch auf Thera fand rund 100 Jahre früher statt als bisher gedacht und damit lange vor dem Aus für die Minoer. Eher 1600 vor Christus. Also glaubst du, dass die Theorie falsch ist? Naja, vielleicht liegt auch die Altersbestimmung daneben. Sie lachte und benebelte damit seine Sinne. Er schüttelte kaum merklich den Kopf, um sich wieder konzentrieren zu können. Es gibt schon ein paar interessante Entdeckungen, die für die Theorie sprechen. Zum Beispiel hat man in einem minoischen Dorf namens Akrotiri auf Santorin eine Wandmalerei gefunden, die eine Stadt zeigt, welche von einem Kanal umflossen wird. Genau wie Platon Atlantis beschrieben hat. Vielleicht ist der Grabenbruch von Hetaia ja ein Überbleibsel eines solchen Bewässerungskanals. Dafür ist er wohl ein bisschen zu tief. Ja, das stimmt. Er erinnerte sich plötzlich, warum er eigentlich in die Bibliothek geschwommen war.
Für einen Moment hatte er das völlig vergessen. Er riss seinen Blick von Salina los und drehte sich zu dem Regal um, das direkt hinter ihm stand. Schon fertig? Schon fertig. Ach, schade. Ich würde jetzt noch nicht verraten, wo Atlantis liegt. Im Buch dann übrigens schon. Okay, das ist kein Problem. Dann lesen wir jetzt alle das Buch, dann wissen wir es auf jeden Fall. Du sollst ja auch nicht alles verraten, das wäre ja auch nicht in Ordnung. Ja, lass uns mal ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen zu Teil 2 und wie lange hast du daran gearbeitet? Also es ist tatsächlich so, als ich den ersten Band geschrieben habe, war noch nicht klar, dass es eine Trilogie werden würde, diese Atlantis-Saga. Aber es sind einfach so viele Fragen offen geblieben nach dem ersten Band, die ich gerne noch bearbeiten wollte. Und tatsächlich war diese Frage, Atlantis sozusagen zu verorten, eine davon. Also es war dann tatsächlich so, dass mich Leser und Freunde gefragt haben, ja, ist es jetzt Atlantis, diese versunkenen Reiche, oder ist es das nicht? Und genau diese Frage wollte ich dann im zweiten Band klären und mich auch selber mit dieser Frage einfach beschäftigen. Und das war total spannend. Also es ist auf jeden Fall von den drei Teilen der Trilogie der rechercheintensivste Teil. Und gerade mit diesen Atlantis-Theorien habe ich mich eben sehr viel beschäftigt, mit verschiedenen Atlantis-Forschern gesprochen. Besonders fasziniert hat mich ein Wirtschaftswissenschaftler, der Professor Siegfried Schoppe, der sagt, diese Geschichte über das Land, ja, wie Platon es beschreibt, voller Gold und Silber, sei natürlich ausgeschmückt, wie jede Sage, aber man müsse eben die Sage um Atlantis auf den Kern reduzieren, nämlich dass irgendwann vor der Erfindung der Schrift, also vor 2000 vor Christus, eine hochentwickelte Siedlung versunken ist. Und dafür gibt es dann halt theoretisch zwei Möglichkeiten. Der Wasserstand ist über nur mal null gestiegen, also Flutkatastrophe quasi, oder der Boden senkt sich ab. Und beide Ereignisse gab es halt geologisch tatsächlich in der Geschichte immer wieder. Und diese Idee hat mich halt total fasziniert. Und daran wollte ich sozusagen im zweiten Band arbeiten. Und dann ist es so, dass ich mich einfach mit dieser magischen Kraft des Kreatomons, nachdem die Trilogie ja auch benannt ist, intensiver beschäftigen wollte. Diese Kraft oder diese Magie ist eine ganz besondere, denn die hat ganz viel Eigenständigkeit, eine dunkle Seite auch. Und irgendwie war für mich klar, dass sie nochmal ein Eigenleben entwickeln muss und auf irgendeine Art und Weise zurückkommen und weiterwirken sollte. Ach so, ja, und die Frage nach, wie lange ich daran gearbeitet habe. Also ich lasse mir immer sehr viel Zeit beim Planen und stricke erstmal Hauptplot, die einzelnen Nebenplots, Charaktere und Orte und recherchiere mich so rein. Neben diesem Atlantis-Thema habe ich zum Beispiel für diesen Band mich auch mit Unterwasserarchäologie beschäftigt, habe auch Unterwasserarchäologen gefragt, wie denn so eine Entdeckung von Atlantis aussehen könnte. Das ist, war gar keine so einfache Frage, weil die davor natürlich zurückschrecken, eine so fiktive Frage zu beantworten, aber haben dann doch sehr viel Spannendes über die Arbeit von Unterwasserarchäologen erzählt. Und dieser ganze Prozess hat so ein halbes Jahr gedauert. Und genauso lang, etwas länger, dann habe ich dann gebraucht, um das Buch zu schreiben, also so ein Dreivierteljahr. Und dann hatte ich ganz viele tolle Testleser und Testleserinnen und auch eine ganz tolle Lektorin. Ja, und die Überarbeitung des Manuskripts, dafür habe ich mir dann auch wieder, was heißt viel Zeit, für manche ist es schnell, für manche ist es langsam, aber auch nochmal ein halbes Jahr Zeit gelassen. Also so summa summarum habe ich 1,5 Jahre an dem Buch gearbeitet. Wie viele Notizbücher hast du bei dir rumliegen? Also es sind tatsächlich inzwischen knapp 20 vollgeschriebene Notizbücher und es sind jetzt keine ganz kleinen. Ich habe einen extra Regalabschnitt, also ein ganzes Fach im Regal für meine
Ideenbücher, wie ich sie nenne, aber ich mache das auch schon eine ganze Weile. Also ich habe 2005 begonnen, immer ein Ideenbuch bei mir zu haben, mal das intensiver genutzt, mal weniger intensiv. Aber ich schreibe da auch wirklich alles rein. Also natürlich Ideen für Geschichten, also Plots, Charaktere, manchmal auch ganze Manuskriptteile, wenn ich unterwegs bin. Aber auch einfach so Sachen wie, wenn mir eine schöne Formulierung einfällt, irgendwie ein gutes Verb. Oder manchmal, wenn ich unterwegs bin, dann beschreibe ich einfach, was ich sehe. Also ich sage mal, ich schreibe Bilder und das hat dann schon eher Tagebuchcharakter. Und manche Seite nutze ich auch wirklich so, ja, für meine eigenen Gedanken und Emotionen. Und das ist dann totales Tagebuch. Das bedeutet auch, dass meine Notizbücher total tabu sind für andere Menschen, weil da einfach auch ganz, ganz viel sehr, sehr persönliche Dinge drinstehen. Da hast du ja eine ganze Menge. Ja, das stimmt. Und auch sehr schöne, weil ich bekomme tatsächlich immer wieder Ideenbücher geschenkt, weil die Leute wissen, dass ich mich da total drüber freue. Und da habe ich wirklich auch schon die schönsten in Leder eingebundenen und selbst gestalteten und bemalten. Eines hat eine Steinoberfläche, in die so ein Relief gestanzt ist. Also richtig, richtig schöne. Sehr schön. Und die schmeißt man natürlich auch nicht weg, wenn die voll sind, sondern die stellt man sich ins Regal. Absolut. Und manchmal blätter ich auch wirklich zurück und suche nach alten Ideen. Und gerade so Ideen für Bücher oder Charaktere, wenn ein Ideenbuch voll ist, dann mache ich da immer so Markierungen an den Rand mit so bunten Haftnotizen quasi, damit ich solche Dinge, die ich vielleicht nochmal irgendwann als Ideen gebrauchen kann, dann unter dem ganzen Rest schnell wiederfinde. Warum bist du Autorin geworden? Also ich hatte sowas wie ein Initialerlebnis in der 5. Klasse. Da habe ich, glaube ich, das erste und einzige Mal in meinem Leben freiwillig eine Hausaufgabe doppelt gemacht. Da durften wir eine Verwandlungsgeschichte schreiben und ich habe mich einmal in einen Engel verwandelt und einmal bin ich in die Haut eines Dinosauriers geschlüpft. Und es hat mir so Spaß gemacht und ab diesem Zeitpunkt war ich irgendwie mit dem Schreibvirus infiziert. Also ich mag einfach dieses Eintauchen in den Schreibprozess und habe dann zwar erstmal ein naturwissenschaftliches Studium eingeschlagen, aber immer nebenher geschrieben, dann auch begonnen, journalistisch zu schreiben und wollte dann irgendwie das Schreiben auch weiter ausbauen und mich da verbessern und habe dann deshalb auch noch Journalismus studiert und einige Schreibseminare eben gemacht, um ja meine Schreibskills immer weiter zu verbessern. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Also ich glaube, eine meiner wichtigsten Eigenschaften so für mich, die mich total antreibt in ganz vielem, das ich tue, ist meine Neugierde. Also ich bin einfach wahnsinnig neugierig und ich habe total Spaß dran, neue Sachen auszuprobieren und ja, mich in neue Themen reinzuarbeiten. Ich bin auch sehr abenteuerlustig, aber gleichzeitig einfach sehr diszipliniert. Also ich glaube, eine gewisse Disziplin braucht man, wenn man Bücher schreiben will, denn es gibt auch immer schwierigere Phasen, durch die man sich dann so ein bisschen durchbeißen muss. Und ja, ich bin auch perfektionistisch veranlagt. Da muss man aufpassen, dass einen das dann im Schreibprozess nicht blockiert. Aber ja, ich krieg's dann doch immer hin, so ein Manuskript dann irgendwann doch abzugeben, obwohl ich es dann am liebsten zum 100. Mal lesen würde, obwohl ich eh nichts mehr finde, das ich jetzt für mich verbessern kann. Aber das ist so dieser Perfektionismus, der dann durchschlägt. Wo finden wir dich bei Social Media? Ihr findet mich unter meinem Autorennamen Andrea Bannert auf Instagram und Facebook mit Geschichten. Also gibt es auch immer wieder Kurzgeschichten, die man lesen kann, direkt dort. Zitaten aus Büchern, Anekdoten zum Schreibprozess. Ab und an mache ich auch ein Gewinnspiel. Und dann gibt es einen YouTube-Kanal, auch unter meinem Namen. Und dort findet ihr eine Menge Hörgeschichten und Hörspiele, die ich teilweise mit ganz tollen
Sprecherinnen und Sprechern zusammen mit super Musikern produziert habe. Und außerdem gibt es dort auch Hörausschnitte aus meinen Büchern. Unter anderem natürlich auch einige kurze Szenen aus der Kleatomon-Trilogie. Ja, eine Homepage gibt es natürlich auch, www.andreabannert.de. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Und hast du ein Taschenbuch, ein Hardcover-Buch, ein E-Book? Ja, also der zweite Teil der Atlantis-Trilogie Kleatomon heißt Kleatomon das Erbe. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und den gibt es überall, wo es Bücher gibt. Oder direkt bei mir, dann als Meerespost. Ich verschicke das Buch dann mit vielen Goodies und auf Wunsch auch signiert. Dazu dann einfach eine E-Mail an kontakt@andreabannert.de schreiben. Mehr Infos zur Meerespost findet ihr auch auf meiner Homepage. Eine Bemerkung dazu noch am Rande. Wer neu in die versunkenen Reiche abtauchen möchte, dem würde ich empfehlen, mit Band 1 anzufangen. Man kann Band 1 auch einzeln lesen. Es gibt quasi nur einen kleinen Cliffhanger, so im Epilog dann auf Band 2 und 3, die dann stärker zusammenhängen. Wenn man direkt bei Band 2 einsteigt, das würde schon funktionieren, aber ich glaube, es ist viel spannender mit dem ersten Teil, weil man einfach die Charaktere und den Hintergrund und die Entwicklung der Figuren dann viel besser kennt und ich glaube, dadurch auch leichter in die Geschichte reinkommt. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Dass sie abtauchen und eine gute Zeit haben mit meinen Büchern. Und besonders freut mich das natürlich, wenn sie mir das sagen. Also das ist natürlich etwas, was einen als Autor immer ja sehr motiviert und aufbaut, wenn man positives Feedback bekommt. Ich freue mich natürlich auch, wenn meine Leser meine Bücher weiterempfehlen. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch über Anregungen und Kritik. Jegliche Fragen, jeglichen Austausch. Also man darf mir immer gerne eine E-Mail schreiben oder mich in den sozialen Medien anschreiben. Andrea, wir sind leider schon am Ende. Schade. Ich fand es wieder sehr schön. Ich höre dir ja sehr gerne zu und ich lade dich jetzt auch wieder ein, dass du vielleicht Teil 3 vorliest. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, also ich würde mich da auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank, Emilia, für die Einladung, hier wieder bei meiner Lesung dabei sein zu dürfen. Mir hat es auch wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich höre euren Podcast auch immer total gerne an. Und ja, also ich kann das vielleicht an dieser Stelle quasi versprechen, dass ich wiederkomme und dann etwas über die schwebenden Paläste der Drachen in Ichnar 4, der geheimen Drachenstadt, erzählen werde. Oh, der Titel ist schon sehr spannend. Also ja, ich freue mich und ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.